Service Above Self, Heidelberg. Vier Freunde gründeten 1905 in Chicago den ersten Rotary Service Club. Das Ziel? Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben. Diese Idee begeistert mittlerweile weltweit 1,2 Millionen Menschen. In Deutschland gibt es über 1000 Clubs mit 50.000 Mitgliedern. Auch der noch junge Club der Rotarier in Heidelberg ist sehr aktiv. Wir Rotarier treffen uns jede Woche. Wir sind zusammen und was uns am Ende des Tages auch zusammenbringt, das ist das Interesse an den vielen unterschiedlichen Dingen, die das Leben ausmacht. Die Treffen sind im Wesentlichen gekennzeichnet dadurch, dass wir Vorträge erhalten, die weit über das eigene berufliche Spektrum drüber hinausgehen. Sprich, wir lernen Berufe, wir lernen aktuelle Themen von unterschiedlichsten Menschen kennen, diskutieren darüber, bilden uns die Meinung und da sind wir auch rechtlich transparent. Bei dem Treffen in Heidelberg stand die Kunst im Vordergrund. Die internationale Künstlerin Gabriela Pavon öffnete die Türen zu ihrem Atelier und gab einen Einblick in ihre künstlerische Arbeit. Meine aktuellen Bilder sind expressiv, sind sehr bunt und explosiv geworden. Ich habe früher sehr statische Bilder gemalt, denn Mauer und Wände waren mein Hauptthema früher. Momentan habe ich das Thema Wasser aufgegriffen. Hier kann man Wellen und Wasser und einfach Wind sich vorstellen und fühlen. Die aus Mexiko stammende Malerin stellte bereits erfolgreich im Museum of Modern Arts Mexiko aus. Ihre Werke haben immer einen Bezug zu ihrer Heimat und ihren Wurzeln. Wir sind ein sehr farbiges und buntes Land. Und eine Zeit lang habe ich das vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Je länger ich in Deutschland lebe, desto mehr Sehnsucht ein bisschen nach meinen Wurzeln habe. Auch in Zukunft sind weitere Ausstellungen geplant. Dieses Jahr werde ich eine Einzelausstellung in Mexiko haben, bei einer Galerie. Im September werde ich auch in Madrid ausstellen, bei der mexikanischen Botschaft im Rahmen eines Festivals. Und nächstes Jahr in Berlin, bei der mexikanischen Botschaft auch. Die Rotarier-Treffen sind auch immer ein Ort der Begegnung, zum Vernetzen, Austauschen und Diskutieren. So war bei diesem Treffen auch die ehemalige Präsidentin des Rotarier-Clubs Bombay Airport anwesend. I loved the meeting today, especially the artwork and Gabriela's works. They are amazing. They are amazing. Man kann einem Rotary Club nicht selbst beitreten, sondern muss von Mitgliedern des Clubs zur Aufnahme vorgeschlagen werden. Meine Mutter war hier, sie besucht uns und sie wollte ein paar Rotary Clubs besuchen, ja, mehr Fellowship machen. Und wir haben mit Matthias und Verena angemeldet, gesprochen und sie hat uns eingeladen. Der Abend in Heidelberg endete im Malerischen Hof mit regem Austausch und interessanten Gesprächen. Wir sind ein sehr offener, junger Club und wir freuen uns über jeden Gast, der uns hier besucht. Und ist auf jeden Fall immer für uns eine große Bereicherung. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der TV-Medien Rhein-Neckar GmbH. Konzeption, Produktion, Ausstrahlung. Wir machen Gernsehen.